Ja, alles schläft. Ihr hört Dex, du hörst die anderen schnarchen. Ja, schlafen. Und ja, du möchtest im Wald jetzt dein Pferd suchen. Ja. Perception? Ja, du suchst ein halbes Stündchen etwa, kannst dann aber auch zumindest grob eine Spur ausmachen, wo das Pferd hingeflüchtet ist. Da es halt über den Fluss rübergegangen ist, also es ist einmal quer durch den Fluss und hat da tatsächlich eine relativ nasse Spur hinterlassen. Und also weitere 10 Minuten später findest du es dann auch, wie es gerade am Grasen ist. Ja. Wenn das mal beruhigt, das mal striegelt es ein bisschen, bis es sich wieder dran gewöhnt hat. Und dann führe ich es dann in Ruhe zurück. Mhm. Ja, kommst du auch wieder am Lager an. Ja, dann bringe ich es da wieder an den Platz unter, wo ich es gelassen habe. Und dann werde ich noch schnell was essen, was Kaltes. Und mich dann auch erstmal hinlegen. Bin ja jetzt lange genug wach. Ja. Dann sollt ihr das eben sein und schläfst jetzt auch erst den Schlaf der Gerechten. Ja, aufgrund der anstrengenden Nacht, sage ich mal, schlaft ihr alle noch so etwa bis um 10. Zwischen 9 und 10 wird der erste wach und das ist Kühe. Du wachst mit Schmerzen in der Brust als Erster auf. Ich ächze vor mich hin. Ja. Die anderen bekommen das auch so langsam mit. So, auch wenn du vor dich hin ächzt, also wenn du ein bisschen lauter rumächzt, dann kriegen die anderen das auch mit. Ja, im Anbetracht dessen, dass ich ja kein Zelt habe, sondern einfach so in der Gegend rumliege, würde ich mich jetzt nicht ausziehen, aber ich würde versuchen, mich abzutasten, wo es weh tut. Hauptsächlich Brust, Brustregion, also so, ne? Brustbein, Rippen. Das tut schon gut weh da. Haben wir noch irgendwo einen Dingens, wo wir sehen, wo wir verteilt waren? So etwa, wo wir rumgelegen sind? Das ist egal. Das ist alles nicht weit weg. Und nein, ich hatte die Ordnung schon gelöscht. Wenn ich mal so gucke, so. Das ist alles so. Er liegt halt in einem Radius von, sagen wir mal so, roundabout 30 Fuß voneinander weg, so maximal. Wild verteilt, wo wir umgefallen sind. Ja, ja, ich werde dann auch wach. Ach komm, Kron? Du wirst von einem Pferd im Gesicht abgeleckt. Das ist aber ein komischer Hahn. Ich würde aufstehen. Mhm. Das Pferd so ein bisschen an der Schnauze tatscheln. So über das Gesicht tatscheln. Ja, wenigstens eines lebt. Das ist eher ein Schaf, aber gut. Kampfbock. Nee, aufstehen. Und dann mal so gucken, wie die Gruppe so da liegt. Ja, ich bin auch gerade am Aufwachen, halt mir ein bisschen den Kopf und guck mich dabei um. Was eine Nacht. Wo hat sich Dex, ist Dex bei uns in der Nähe mit, oder? Der liegt da auch irgendwo rum, ja. Oh Mensch, Dex ist auch wieder da. Leute,
Langsam aufstehen, aber leise. Lass Dex noch ein bisschen schlafen. Ja, du siehst jetzt auch so... Nee, siehst du nicht. Doch, obwohl beim Fluss, da geht's relativ. Du siehst halt so, wie die Sonne auch schon so Richtung Mittagssonne geht. Okay. Tut mir leid, dass ich auch eingeschlafen bin. Ich hab's irgendwie einfach auch weggehauen. Kein Problem. War eine harte Nacht. Sind alle wach? Sind alle noch am Leben? Ja, ich würde mich jetzt auch langsam aus meinem Zelt schälen und mich direkt auf die Suche nach die mach ein paar meiner Bolzen machen. Ein paar müsste ich da ja ungefähr finden. Erstmal ja. Sport gehen. Mach mal tatsächlich eine gegen wie viel denn? Auf jeden Fall eine Wahrnehmung, also eine Perception gegen mach mal gegen 15. Also eigentlich hat ja auch jeder Bolzen, der daneben geht, eine 50%ige Überlebenschance, also. Sechs findest du wieder. Nice. Ja, dann würde ich mich vor mein Zelt setzen und erstmal mir eine Ration reinballern. Du kannst deine Munition übrigens auch als Zahl reduzieren, dann sind die abgehackten weg, ne? Ah, ja, das macht natürlich irgendwie Sinn. Ja. Sagt Kür, wie geht es euch? Ihr wurde ziemlich durch die Gegend geworfen. Ja, das merkt man auch noch. Ich würde mal zu Jan hingehen, ihn anstupsen und sagen, guck dir Kier noch mal an. Oder wenn du das kannst, heißt das. Was ist? Ja. Genau, Kier. 5 Minuten länger. Verletzung. Jetzt an der Seite drehen. Dann gehe ich mit dem Stock hin. Ich wollte gerade meinen Fuß anstupsen. Rainer 24. Was ist denn? Aufstehen. Warum? Schönheitsschlaf ist vorbei. Aber ich meine... Ich weiß, war eine harte Nacht. Doch wir können nicht trödeln. Dieser Wald will uns nicht hier haben. Wir sollten uns nicht länger... Wieso ist noch so ein komisches Monster aufgetaucht? Reicht dir eins nicht? Also mir hat das fürs Erste... wirklich gereicht. Wenn man bedenkt, Amen. Dass wir noch die Banditen vor uns haben. Ja, da bin ich mal gespannt, wie wir das noch naja. Naja, aber Banditen sind zumindest Menschen und kein komisches, schleimiges Glibbervieh, das einen da im Her rennt. Ja. Da und vor allen Dingen etwas, was man treffen kann. So, und ich gucke jetzt Jan an und deute nochmal auf Kia. Anschauen. Warum? Mir geht's doch fabelhaft. Das ist doch nur eine Fleischwunde. Ja, dir! Ich mit der Hand. Ja, ich würde zu Kier hingehen und, ja. Wenn ich das Ganze sehe, ja, bist wohl nicht in bester Verfassung. Lass mich mal drüber gucken. Das klingt nach einem Plan. Und besser so. Ja, sehr viel besser. Danke sehr. Nun denn. Wo gibt's Frühstück? In deinem Beutel? Oh, Tatsache, du hast recht. Ist ja geil, du hast da Essen drin. Ich würde mich an den nächsten Stein setzen und meine Tagesration futtern. Ich lehne mich rüber zu Severa. Hat der einen auf den Kopf gekriegt? Bin mir unsicher, vielleicht haben wir auch einen auf den Kopf gekriegt und keine Acht. Ich murmel so. Habe ich das gehört?
Bleibt ihr leise miteinander. Okay. Das ist gut. Ich futter auch schnell was und würde mich dann auf die Suche nach meinem Dolch machen, den ich ja weggeworfen, also auf das Monster werfen wollte. Und viel Spaß beim Tauchen. Das wird tatsächlich lustig. Da möchte ich eine Perception gegen 20. Du versuchst, einen einzelnen Gegenstand zu finden. Ja, eher nicht so. Nee, du findest ihn tatsächlich nicht wieder. Aber dafür hast du mal Goldfische gesehen. Im Fluss. Das bezweifle ich. Leider nicht, Kür. Ja, gut, dann habe ich ihn jetzt aus dem Inventar gelöscht und gehe mal zurück zur Truppe und bin frustriert. Und weil nass. Jetzt bin ich frustriert und nass und im Nahkampf unbewaffnet. Schön das Bad genommen? Ja, muss ja. Ich gehe zu ihr hin und werf ihr halt meinen Dagger vor die Füße. Okay, warte, ich schieb die in die Karre rum. Oh boy. Womit habe ich das verdient? Damit du nicht komplett unbrauchbar bist. Und ich drehe mich wieder um und gehe. Wow. Er ist schon sehr charmant. Ich wollte mich zu Kron hin und murmel das ihm entgegen. Es hätte nur gefehlt, dass er Bakka sagt. Ist ein Tengu-Wort. Okay. Ein Tengu-Wort. Ja, tut mir leid, steht nur Kron. Dex, du kriegst die Gespräche zumindest mit. So im Halbschlaf. Du bist langsam munter. Oh ja. Was nun eigentlich? Nun, wir warten darauf, dass Dex wach wird. Wir ruhen uns noch ein bisschen aus. Und dann schmieden wir einen Plan. Was anderes bleibt uns, glaube ich, gar nicht übrig. Ja. Schadet wahrscheinlich nicht, noch ein bisschen auszuruhen. Das könnte stimmen. Was ist jetzt? Also ich würde mich mal im Lager umschauen, was alles zerstört ist. Eure Sachen sind relativ heil geblieben, weil ihr den ja am Fluss entlang gezogen habt. Hat nur eine Schleimspur. Ihr habt es übrigens auch vermieden, euch in die Schleimspur wieder reinzulegen, weil eklig. Also haben wir auch nichts verloren oder so? Mm-mm. Außer halt das Pferd, was weg war, aber das hat Dex wieder gefunden. Ja, ich würde mich hinsetzen, würde meine Morgenration quasi essen. Eine Packung Würmer. So eine Packung Angelwürmer. Nein. Das ist nur der Snack, das ist wie Chips. Ups. Herr Ober, da ist keine Wurm in meiner Suppe. Ich würde auch mich so ein bisschen an meinen Vorrat machen und da ein bisschen davon knabbern. Nein. Es ist immer viel zu ruhig in diesem Wald. Ja. Ich hoffe nur, dass wir nicht nochmal so einem Vieh begegnen. Oder demselben. Oh, es wäre gar nicht schlecht, so einem Vieh zu begegnen. Ihr sollt euch bloß Abstand halten davon. Dann war jetzt nicht so wie letztes Mal. Nicht so wie letztes Jahr. Mal. Genau. Ich mummel vor mich hin. Na, vielleicht haut dann das nächste Mal ja richtig zu. Vielleicht trifft auch jemand das nächste Mal. Abgesehen von... Ja, was? Ich hab's immerhin versucht, das für irgendwie zu erschlagen. Sie war stets bemüht. Severa, was treibt euch eigentlich auf die Reise? Jetzt, wo wir so mal zusammensitzen und Zeit haben. Dies und jenes.
Ich bin allgemein immer so ein bisschen auf der Suche nach dem Tod. Neuen Erfahrungen, sagen wir es so. Ja, immer neue Menschen umbringen ist natürlich auch was. Normalerweise bringe ich nicht Menschen um. Es sei denn, das bringt viel Geld ein. Stimmt, es sind Gnome! Quasi ist Mord ihr Hobby. Eher der Beruf. Heißt, ihr seid einfach... Ihr nehmt es mir nicht übel, ihr seid eine einfache Söldnerin. Sehe ich das richtig? Das ist richtig. Wie lange macht ihr das schon? So über den Daumen geschlagen. 2-3 Jahre. Und was ist mit euch? Was treibt euch hierher? Oh. Mich treibt die Wanderlust raus. Ich male jahrelang Totengräber meiner Sippe. Doch ich bekam Visionen. Pharasma, meine hohe Herrin, schickte mir eine Vision. Und was für eine Vision war das? Es geht um den Wald. Um einen Wald, besser gesagt. Ein wildes Land. Und den Tod. Ich weiß nicht, ob ich meinen eigenen Tod suche. Oder den Tod jemanden anderen bringen werde. Aber das, mein Schicksal ist sowieso mit dem Tod verknüpft. Also, ich fürchte mich nicht davor. Das klingt auch irgendwie sehr vage. Oh ja, Visionen von Göttern sind ja selten so. Du gehst dahin und dann funktioniert das. Das ist leider nicht so. Aber gut, wir müssen alle irgendwie unseren Weg finden. Eure Definition ist auch vage. Ich kreische umher, haue Leuten für Geld auf die Fresse. Meine. Grob kann man das so sehen. Das ist schon irgendwie richtig. Aber sagen wir, es bringt mir Erfahrung im Kampf und Geld. Das ist gut. Und was habt ihr mit dem Geld vor und mit der Erfahrung? Habt ihr ein höheres Ziel damit oder einfach so, weil ihr es könnt? Das Ziel wird irgendwann kommen. Alkohol. Dazu braucht man keine Erfahrung. Wie kann man sich das mit dem Geld leisten? Verdient ihr denn so gut als Söldnerin? Vielleicht soll ich das auch mal probieren. Ein Auftrag besser, ein Auftrag schlechter. Ein Vorteil ist auf jeden Fall immer, wenn man überlebt beim Auftrag.